Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Kommunikationsmodul oder der zweiten wichtigen Kommunikationsfunktion der E-Mail. Wenn Sie die Hauptbereiche mal durchschalten, privat hat eine E-Mail, Institution keine, meine Klasse hat E-Mail. Sie werden also sehen, dass diese E-Mail-Einstellungen, je nachdem, wie Sie Ihnen das Kernteam vorgeschlagen hat, auch ausgeschalten sind. Zum Beispiel sind bei uns an der Schule die E-Mails in den Klassen auch ausgeschalten, aber zum Vorführen lasse ich es jetzt mal drin. Also schauen wir mal die E-Mail-Funktion in Privat an. Es lässt sich eins zu eins in alle anderen Bereiche übertragen. Keine Angst vor Listenfeldern oder besser gesagt vor Pfeilen. Wir haben hier angezeigte Ordner und da ist ein Listenfeld, also angezeigte Ordner. Und wenn Sie die öffnen, sehen Sie natürlich so wie in einem E-Mail-Programm typisch Posteingang, Entwürfe gesendet, Papierkorb und die Spam-Nachrichten. Sie werden also vorher gefiltert. So. Sie sehen schon, dahinter steht schon Posteingang ein Jahr, 4 Wochen, 3 Monate. Das können Sie auch sich selbst einstellen. Sie können es natürlich auch so lassen. Klar, wenn wir schon von Einstellen reden, dann gehen wir auch über die Einstellungen. Und das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, sind die sogenannten Vorhaltezeiten. Also wie lange soll bitte schön die Nachricht im Posteingang bleiben? Posteingang ein Jahr, Entwürfe unbegrenzt, gesendet unbegrenzt, Papierkorb 4 Wochen. Stellen Sie sich das nach Ihrer Erfahrung ein. Auf jeden Fall sollten Sie immer darauf achten, dass Ihr Posteingang übersichtlich ist. Das heißt also, Sie könnten auch an dieser Stelle einen neuen Ordner anlegen. Nachrichten aus der Klasse. Und Änderungen speichern. So, das heißt, ich habe also jetzt nicht bloß Spam, sondern ich habe auch Nachrichten aus der Klasse. Und wenn Sie das Listenfeld jetzt öffnen, werden Sie auch etwas feststellen. Ja, wo ist denn bitte mein Ordner, den ich gerade angelegt habe? Damit hätten wir Grundsatz Nummer 3. Also, wenn Sie etwas anlegen oder etwas verändern, dann drücken Sie nach der Veränderung die Taste F5 oder aktualisieren Sie Ihr Browserfenster. Das ist ja das Gleiche. Und ich drücke jetzt mal die Taste F5. Ja, da wird die Seite neu geladen. Und wenn Sie jetzt Ihre angezeigten Ordner auflisten, ist auch Ihr neuer Ordner anwesend. Wo haben Sie ihn eingestellt? Nochmal bei Einstellungen und hier in den Ordnern. Sie können auch diesen Ordner wieder löschen. Denken Sie dran, Inhalt ist jetzt auch weg. Änderung speichern ist ein schönes Spiel. Schließen, er ist noch da. Tipp mit F5 oder aktualisieren. Einmal aktualisieren und der Ordner ist weg. Das wären die wichtigsten Grundeinstellungen in einer E-Mail. Zum Schluss unseres kleinen E-Mail-Rundgangs noch einige Grundeinstellungen, die allerdings typisch für alle E-Mail-Programme sind. Ich bin also in meinem E-Mail-Programm drin, gehe auf Einstellungen, hätte jetzt noch die Möglichkeit, mit Signatur eine Signatur hinter die E-Mails zu setzen oder das kennen Sie ja auch beim Senden oder nur bei neuen E-Mails oder beim Antworten dann nicht mehr. Nicht speichern vergessen. Und Sie haben die Filterregeln. Und bei den Filterregeln, da ist jetzt der Unterschied. Hier versteckt sich auch die Weiterleitung. Das heißt, Sie könnten auch von hier aus Ihre E-Mails an eine andere zentrale Dienst-E-Mail-Adresse weiterleiten lassen, weil Sie sagen, ich bekomme aus der Plattform das, ich lasse das alles auf einer E-Mail-Adresse zusammenlaufen. Das versteckt sich also hinter den Filterregeln, um eindeutig zu sagen, zu den Weiterleitungen. Ja, das wären die erweiterten Einstellungen der E-Mail.